Erbbaurecht, weiß jeder, was das ist? Okay. Erpacht, schon mal gehört? Erpacht ist in Deutschland seit 1946 oder 49 illegal. Ja, sehen Sie, da gucken Sie. Ja, das gibt es nicht. Ist abgeschafft. Es wird nur synonym gleichbedeutend mit Erbbaurecht formuliert. Die meisten setzen das gleich, das ist aber nicht so. Musste ich auch erst vor anderthalb Jahren, habe ich mich noch einmal richtig schlau gemacht. Erbpacht gibt es nicht mehr. Seit 46 oder 49 abgeschafft, ist illegal, geht nicht. Aber Erbbaurecht heißt, vielleicht als Vorgriff auf unser nächstes Seminar, ne, die mit Immobilien Geld verdienen wollen. Das ist wieder unser Häuschen. Ne? Und da steht wo drauf? Auf einem gekachten Grundstück. Ach, jetzt weiß ich wieder. Das Haus gehört mir, aber das Grundstück nicht. Genau. Und was ist jetzt aus Sicht der Bank wichtig? Was wird aus Sicht der Bank und des Finanzamtes langfristig immer mehr wert? Das oder das? Ne? Also was fehlt beim Erbbaurecht? Das, was eigentlich langfristig am meisten wert wird. Ganz plattes Beispiel. Ja, es gab ja 1948 eine Währungsreform. Die hieß auch Währungsreform. Beim Euro haben sie die vorsichtshalber Währungsunion genannt. War aber das Gleiche in Grün. Ja, ich bin 96, 97, als ich in den Seminaren erzählte, das wird eine Währungsreform, eine getarnte, die hätten mich fast mit Tomaten und Eiern beworfen. Nee, shit, das sind die alle zu negativ. Ja, jetzt heute, oh ja, da hatten sie vielleicht doch recht. Ich so, aha. Ja, da wurde ja 48 gesagt, dass wir alle gleich angefangen haben. Nee, die Immobilieneigentümer, und selbst wenn das Haus platt war, ja, hier, aber die hatten immer noch, hier, das Grundstück war noch da. Selbst wenn da ein großer Krater war, dann war es billiger, einen neuen Keller auszuheben. Naja, den Schwung nutzen, ne? So, hat schon einer erledigt, haben die Engländer und die blöden Amis gemacht, ja? Unsere Freunde. So, das heißt, die hatten Grundstück und damit für die Banken Wert, ja, und hatten es dadurch natürlich viel einfacher, neu zu bauen oder wieder aufzubauen. Es gab sogar Mieter, mein Opa hat das in Bremen, die waren auch ausgebombt. Holzbalkendecken, alles weg, aber die Außenmauern standen. Dann kannte der als Bauingenieur und war später auch beim Bausenator, kannte der entsprechend, da hat er sich die Träger geholt, hat die Decken wieder selbst eingezogen und dann hatten die eine Wohnung. Ja? So, also, Erbbaurecht fehlt das Grundstück. Sie kaufen nur die Immobilie und die Immobilie, wenn sie nichts dran tun, wird eben langfristig immer weniger wert, verfällt. Genau, ganz genau, ganz genau. Und deswegen, da fehlt das Wichtigste. Deswegen meine ganz klare Empfehlung, ich würde es nicht machen. Und Sie haben eigentlich noch ein Riesenproblem, bei der Finanzierung wird das meistens extrem schwierig. Weil die Bank auch sagt, das Wichtigste, was wir haben wollen, das kriegen wir nicht. Und dann sagt die, noch nö. Ja, ganz übel ist das bei Reihenhäusern. Ja, hatte ich, das ist schon Jahre her, seitdem habe ich keine Reihenhäuser mehr, Gott sei Dank. Die lagen in Volksdorf, nicht in Rahlstedt, irgendwie bei 200.000 auf Erbpacht. Sagt der Banker, ja 120 würden wir finanzieren. Das ist aus unserer Sicht das Haus wert. Ja, weil das Grundstück fehlt. Mit Grundstück hätte er auch gesagt, 200.000, kein Thema. Ja? Also ganz wichtig, Finger von.